Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Gran Turismo 4 und heute fahren wir hier die Silberpfeilmeisterschaft. Die dürften eigentlich alle Mercedes-Modelle teilnehmen und ja, ich habe mir die E-Klasse hier genommen von 2002, wir können uns auch nochmal gerne die Specs anschauen. Ja, der Wagen wiegt fast 2 Tonnen, relativ schwer, hat aber auch um die 500 PS mit Ölwechsel. Ich habe hier Ölwechsel gemacht, nichts getuned, ne? Und wir können uns ja, wenn wir schon hier sind, ein paar Autos anschauen und ja, ist schon sehr cool, dass alle Autos ja auch Silber hier sind. Ja, das ist so, glaube ich, so eine, ja, Markenzeichen von Mercedes. Wir können uns doch hier die Autos anschauen und ja, das erste Auto der Welt, oh ja. Oh, SLS, auch ein schöner Wagen hier. Ne, SL heißt das einfach nur hier, nicht SLS. Ja, und ich freue mich auf die Meisterschaft, denn ich bin eigentlich hier noch nie mit einem Mercedes, glaube ich, gefahren. Das ist das erste Mal, dass wir mit einem Mercedes fahren. Und eine Premiere. Wir fahren 3 Strecken insgesamt. Ja, Nordschleife unter anderem dabei, aber gehört auch irgendwie, gehört auch dazu, finde ich. Zur Mercedes und deswegen, ja, lass uns direkt loslegen. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier, ja, Mercedes SLR McLaren hier mitfährt. Das ist der mit Abstand der schnellste Wagen hier. Und zwar der Viertplatzierte hier, der direkt vor uns auch ist. Denn der Wagen hat 600 PS und kann auch gut und gerne über 330 km pro Stunde fahren, glaube ich. Also zumindest die Nordschleife fährt er locker über 300, also in Döttinger Höhe jetzt. Deswegen wird das dann auch vielleicht das nächste Rennen auch sehr, sehr spannend. Jetzt fahren wir erstmal hier Fuji. Fuji, ja, keine besondere Strecke. Doch, eigentlich schon. Die Strecke hier mag ich. Nicht die neue Version von Fuji. Die ist irgendwie zu langweilig. Und was mir direkt als erstes hier auffällt, der Wagen ist definitiv kein Sportwagen. Eigentlich mehr ein Luxusfahrzeug, aber es geht noch. Es ist in Ordnung. Man merkt schon, dass der Wagen 2 Tonnen ungefähr fast wiegt. Aber dafür, die Besteuerung ist echt gut. Ja, das würde man auch erwarten. 500 PS ist schon auch recht viel, ne? Und deswegen, 2 Tonnen sind in Ordnung für den Wagen. Ich glaube, mein Nachbar, als ich 12 Jahre alt war, der ist, glaube ich, exakt mit diesem Wagen, also nicht mit AMG gefahren, sondern hatte auch eine E-Klasse. Ich glaube auch Baujahr 2002. Und deswegen habe ich mir eigentlich auch diesen Wagen hier genommen und auch die Farbe hier dazu, weil mein Nachbar hatte damals auch den Wagen in Schwarz gehabt und ja, dachte ich mir so, ja komm, als Anlehnung an meinen Nachbar, der leider vor einigen Jahren auch gestorben ist und deswegen, ja. Und bin mal echt gespannt, wie der McLaren-Fahrer jetzt hier vorankommt. Wir haben 3,8 Sekunden. Er wird sicherlich jetzt hier die Gerade hier aufholen. Also ich sehe schon, der wird uns, glaube ich, sogar, na, überholen wird er jetzt nicht, aber der wird schon locker eine Sekunde jetzt. Wir haben dann gleich noch eine Sekunde Vorsprung statt 3,8 Sekunden. Wir kriegen auch übrigens nur 20. Was waren das? 28 Aspektpunkte. Ja, nice. Weil aber auch hier ein SLK mitfährt, glaube ich. Und der SLK hat jetzt auch nur gerade mal 200 PS, glaube ich. Ja, und wäre er jetzt nicht hier, hätten wir sogar mehr Punkte bekommen. Aber ja, ich meckere die ganze Zeit. Nur Aspektpunkte, Aspektpunkte, Aspektpunkte. Egal. Wir fahren jetzt einfach das Rennen zu Ende. Wir hoffen, dass wir das gewinnen. Yo, 4 Sekunden jetzt. Wir wissen ja, dass die KIs ja gerne mal, wenn Kurven kommen, gerne mal sehr langsam fahren. Wie es auch immer. Obwohl ich das Gefühl habe, dass wir jetzt aktuell sehr langsam die Kurven fahren, weil der Wagen auch so schwer ist. Aber sonst, echt cooler Wagen, gefällt mir. Was ein bisschen komisch ist, ist halt nur die Übersetzung hier. Also wir sind ganz schnell am Begrenzer. Liegt aber vielleicht auch daran, dass der Motor auch Kompressor hat. Boah, jetzt hoffe ich, glaube ich, habe keinen Bullshit, aber ich glaube, der Wagen hat einen Kompressor, oder? Keine Ahnung. Ich nichts kenne mit Autotechnik. Ich weiß auch gar nicht mal, ob das jetzt hier ein V6 oder V8 hat. Ich denke mal V8. Sicherlich, ja. Sollte so ungefähr passen. Und ich bin auch gleich sehr gespannt auf die Nordschleife, aber wir sind schneller. Also das ist eigentlich nicht realistisch, dass wir schneller sind als der McLaren-Fahrer. Das geht eigentlich gar nicht. Aber ja, ein spannendes Rennen zum Glück jetzt aktuell. Aber ich überlege dennoch, vielleicht Nitro zu kaufen für Nordschleife.
Döttinger-Höhe darf man nicht schätzen. Mutkurve, beziehungsweise ja die langen Geraden allgemein auf der Nordschleife. Ja, da ist ja, hat er ja einen ganz klaren Vorteil, der McLaren-Fahrer hier. Und kaum hab, also ich mag den Wagen, macht echt Spaß, Laune zu fahren. Auch die Trucks hier in Gran Turismo 4 finde ich auch super. Es gibt ja drei Trucks, glaube ich, von Ford, Toyota und Chevrolet, glaube ich. Ja, kann sein. Und die haben sich auch sehr angenehm gefahren. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war, meine ich, die 10. Folge oder so, da sind wir die Truckmeisterschaft hier gefahren. War auch ganz cool. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also schwere Autos hier im Spiel, die sind echt cool. Irgendwie sind die mit der Engine hier, machen die Autos Spaß, wegen der Engine, glaube ich. So, und können wir den Vorsprung halten? Jawohl. Alles gut. Jetzt noch die eine Schikane hier. Kann man eigentlich sehr leicht abkürzen, mache ich natürlich nicht. Hätte ich aber bestimmt privat gemacht. Keine Frage. Privat hier abgekürzt, ne, aber weil ich ja hier euch nur saubere Rennen zeigen möchte, kürze ich natürlich nicht ab. Ist ja klar. Und jetzt können wir den Vorsprung nicht mehr vergrößern, weil das habe ich auch gemerkt. Die KIs, die nach einer Zeit werden die schneller. Sobald die Reifen halt, ja, eine optimale Temperatur erreicht haben, fahren die KIs auch schnellere Zeiten. So. Ja, der Wagen hat hier 475 PS übrigens. Die Anzeige ist immer buggy. Ich habe Ölwechsel gemacht und eigentlich hat der Wagen 500 PS. Naja, warum? Warum? Keine Ahnung. Scheint ein Bug zu sein, glaube ich. So, jetzt kommt die Nordschleife, dass wir wieder mal die Nordschleife sehen. Juhu. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir die gar nicht mehr sehen. Und freut mich. So, dann gucken wir mal hier. Da fährt wieder ein McLaren mit. Und ich kann euch nur eins sagen, ich habe einen Cut-Set gesetzt, denn das war doch ein bisschen, wir haben das Rennen nicht gewonnen, das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe den Wagen jetzt ein bisschen leichter gemacht, nicht nur ein bisschen, ich habe Gewichtsreduzierung bis Stufe 3 eingebaut. Der Wagen wiegt jetzt 1585 Kilo, glaube ich, waren das. Der hatte davor 1175 gewogen, ne. Und ich habe hier noch Sportreifen weich gekauft. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hoffentlich vorankommen. Ja, der Wagen fährt sich schon schneller, eindeutig. Boah, da fährt sogar die A-Klasse hier mit. Jetzt überhaupt keine Chance hier, das Rennen irgendwie noch zu gewinnen. So, und jetzt volle Konzentration, denn der McLaren-Fahrer, der ist direkt vor uns. Nein. Ach, oh, ich dachte, das wär der McLaren-Fahrer, aber nee. Der fährt auch in die E-Klasse, glaube ich, ist das, ne? Oder ist das die C-Klasse? Gibt es überhaupt eine D-Klasse? Ich glaube nicht, ne? Wir haben die D-Klasse einfach übersprungen, oder habe ich da irgendwas verpasst? So, wo ist denn der? Wie viel Vorsprung hat der? 4,6 Sekunden. Okay. Ja, der Wagen fährt sich aber deutlich schneller jetzt. Auch obwohl wir kein Motortuning gemacht haben. Gewichtsreduzierung reicht eigentlich schon aus. Ich glaube, wir haben nur etwas aufgeholt, oder? Ich glaube nicht viel. Ja, doch. Wir holen gut auf jetzt. Aber vielleicht sind die immer hier so ein bisschen langsam. Oh, 3,7 Sekunden, ja. Also pro Sektor etwa eine Sekunde waren das. Wir hatten doch 4,7 oder so gehabt, ne? Vorhin. Oh, ich habe hier Untersteuern gehabt, ey. Der Wagen wollte gar nicht mal lenken. Okay, wir sind näher gekommen, definitiv. Es war jetzt nicht extrem viel näher. 3,2 Sekunden, das geht noch einigermaßen. So, hier ist auch verdammt wichtig, dass wir immer viel Schwung mitnehmen.
bin voll konzentriert, ey. Das ist echt heftig. Das ist fast wie ein Online-Rennen schon. Aber wir kommen immer näher und wir haben den gleich. Das ist wieder so ein typischer Page-Brother. Der hat zwar ein verdammt schnelles Auto, aber ist nicht so schnell unterwegs. So, wir sind schon direkt hinter ihm. Das ist gut. Ab und an mal fährt sich unser Wagen dennoch an wie so ein Panzer oder wie ein Traktor. Traktor, nein. Wie ein Truck meine ich natürlich. Ja, ich muss da immer Schwung mitnehmen. Ich nehme hier so wenig Schwung mit. So, jetzt kriegen wir noch ein bisschen Windschatten, aber ich glaube, dennoch ist der schneller. Acht. Zehntel immer noch dahinter. Ich meine nur, dass die KIs hier gerne mal langsam fahren. Die Kurve. Die gerade hier. Ich fahre irgendwie nur gefühlt Halbgas, wie jetzt zum Beispiel. Ja. Oh, was geht denn hier ab? Warum sind wir so viel schneller? Ja, Halbgas, ne? So. Mutkurve jetzt richtig treffen. Okay, einigermaßen gut getroffen. Und der ist immer noch hinten. Wir müssen, ey, Döttinger Höhe aber sehr gut aufpassen. Ich hoffe, dass wir in der Döttinger Höhe dann genug Vorsprung haben gleich. Die Bremsen sind super hier. Fällt mir jetzt gerade so ein. Das sind die Standardbremsen. Und da bremst sich super. Ja, aber weil der Wagen auch so schwer ist, ne, sollte er eigentlich auch gute Bremsen haben, ne? Wir haben den Wagen ja ein bisschen abgespeckt. Nicht nur ein bisschen, sehr viel. Viel mehr Kilo. Ja. Oh, untersteuern. Aber immer noch genug Vorsprung. Jetzt ist die Frage, wie viel Vorsprung brauchen wir jetzt bis die Döttinger Höhe? Weil Döttinger Höhe wird er auf jeden Fall aufholen. Ich vermute mal, wir brauchen da eigentlich so über 6 Sekunden locker. Also 6 Sekunden Vorsprung brauchen wir mindestens. Wenn nicht, dann müssen wir ultra hardcore assi die Linie blockieren. Oh, der ist direkt hinter uns. Nein. Ich gebe mein Bestes. Oh nein. Bisschen off-track gefahren hier. Wir fahren hier ein bisschen off-track. Wow, nasser Drift, sag ich dann nur, aber leider nicht schnell. Ja, doch, eigentlich schon. Ich fahre jetzt richtig risky hier die ganze Zeit. Ich möchte möglichst viel Vorsprung jetzt hier rausfahren, aber wenn das riskant fährt, dann kann man auch viele Fehler machen und dann auch wieder Zeit verlieren. Deswegen sollte man eigentlich Ruhe bewahren und auch ruhig fahren die ganze Zeit. Oder nö, das mache ich nicht. Okay, der ist direkt da. Gut, dann müssen wir jetzt irgendwie uns hardcore verteidigen, weil der wird auf jeden Fall hier aufholen. Bis zum geht nicht mehr. Deswegen nehme ich mal die Perspektive, da kann man den Wagen besser sehen. Oder? Oh, ja, wir haben. Wie viele Sekunden jetzt? 2,7 Sekunden. Der fährt hier normalerweise über 300 km/h. Ich meine, beim Fahrmission 34 sind wir mit dem Wagen hier 320 oder so gefahren. Wir fahren gerade mal 375. Aber, oh, geht auch schon besser. Wir sind doch schneller als gedacht. Hätten wir jetzt nur eine Sekunde aufgeholt. So, jetzt hier keinen Fahrfehler machen. Sauber. Und finish. Puh, das war schon ein intensives Rennen hier. Aber ey, ohne Mist, der Wagen ist echt super zu fahren.
Ja, wiegt zwar sehr recht viel, aber angenehm zu fahren. Sehr angenehm zu fahren. Ich glaube, das war auch das Ziel von Mercedes gewesen, halt ein schnelles Auto zu fahren, aber was jetzt nicht so sportlich ist, sondern halt angenehm zu fahren ist. Wär. Also die E-Klasse ist jetzt kein richtiger Sportwagen eigentlich so, ne? Ich habe gesehen, dass die nächste Strecke ist Opera Paris. Ja, sehr interessante Wahl. Dass wir zum Schluss noch Opera fahren. Weil die Strecke ist mir jetzt nicht so typisch deutsch, ne? Das ist ja halt, ne, Frankreich. Da fährt wieder die A-Klasse mit. Ja, ich glaube, wegen der A-Klasse kriegen auch so wenig Punkte nur, ey. Danke dafür. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob hier der McLaren-Fahrer auch mitfährt. Oh. Ich glaube, wenn dann ganz vorne, oder? Ja, ich glaube, der ist ganz vorne. Müssen wir gleich am Vorschaubild sehen, wenn wir hier einen Sektor beendet haben. Also, wir haben also ein schönes Vorschaubild von dem Wagen, der gerade besser ist. Und ja, das ist definitiv ein McLaren. 5 Sekunden Vorsprung hat er. Recht viel. Und ich fahre wieder hier Krütze, ey. Ah, komm. Aber ich glaube hier, das ist, die so langsamen Kurven sind unsere Stärken, weil die fahren hier besonders langsam irgendwie. Ich muss aber jetzt hier aufpassen, richtig raus zu beschleunigen. Also, da ist er schon. Und haben wir ein bisschen aufgeholt? Ja, deutlich sogar. Wir hatten vorhin 5 Sekunden, meine ich, ne? Und diese blöde Kante dort, ey, da Kante ist so gefährlich, also in Real Life wäre die Kante eigentlich nicht da. Du bist ja auch nur ein Spiel, ne? Zwar The Real Driving Simulator, aber dennoch halt, ist es ja nur ein Spiel. Ja, okay, nächste Runde kriegen wir den. Vielleicht kriegen wir schon gleich Windschatten. Aber Windschatten brauchen wir nicht, um den zu überholen. Boah, ich bin so hardcore fokussiert gerade. So, jetzt einfach hier reinstechen. So, und ich glaube, ich kann jetzt endlich mal ein bisschen jetzt offener reden hier. Ich habe gemerkt, ich bin so fokussiert, ey. Aber der wird bestimmt jetzt ein bisschen aufholen wieder mal. Also Nordschleife war wirklich echt heftig. Da hatte ich wahnsinnig Schiss gehabt. Ich habe da aber mich total überschätzt oder unterschätzt. Ich dachte, erstmal 6 Sekunden brauchen wir da Vorsprung. Göttingen, aber nö. Unser Wagen ist doch schneller als gedacht. Also, wenn ihr euch den Wagen kauft, am besten hier alle Sitze entfernen und Karosserie, keine Ahnung, irgendwie Gewichtsreduzierung allgemein in Real Life bauen. Und dann ist der Wagen richtig schnell. So, schafft er dann immer noch nicht 300 km/h. Also, wir sind jetzt Döttinger Höhe, glaube ich, 280 gefahren. Und das ist aber eigentlich für ein Luxusauto ganz in Ordnung sogar. Ist Bugatti eigentlich auch? Also Bugatti ist doch, also hier, das ganz neue Auto. Das ist ja auch eigentlich mehr Richtung Luxus, aber der Wagen ist einfach, hat so einen krassen Topspeed. Aber ich meine, Koenigsegg, die möchten ja, die haben ja, glaube ich, ein neues Auto gebaut. Und wer weiß, vielleicht fährt er sogar 500 km/h. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, was die Koenigsegg da rausgebracht hat oder rausbringen möchte. Aber Königsegg ist ja auch dann wirklich mehr. Es ist ein Hypercar, stimmt. Hypercar ist ja wirklich übertrieben alles. Und Bugatti, die machen auch Hypercars, ne? Ja. Und unser Wagen ist ja definitiv kein Hypercar, ne? Puh, 3 Sekunden, jetzt kann ich wieder ein bisschen aufatmen, ey. Ja, jetzt eigentlich.
Was gewinnen wir hier? Also, ich weiß es jetzt gar nicht, deswegen kann ich ruhig sagen, was ich vermute. Und ich vermute mal, wir gewinnen hier eine C-Klasse DTM. Ja. C-Klasse DTM. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein schöner Wagen. So, jetzt hier einmal. Ah, 360 geht einfach gar nicht. Mit Handbremse 360 zu machen, das ist unmöglich. Leider. Also, C-Klasse. Definitiv C-Klasse gewinnen wir jetzt, oder? Alles andere ist eigentlich eine Enttäuschung, weil C-Klasse passt perfekt zu dieser Meisterschaft. Und ich meine, in Gran Turismo 3 haben wir auch eine C-Klasse DTM gewonnen. Jetzt trommeln wir. Und was habe ich gesagt? Das wusste ich jetzt wirklich nicht und deswegen, ja geil. Und hier sehen wir auch schön die R-Core-Werbung. In GT5 und GT6 wurde die R-Core-Werbung zensiert. Wegen Lizenzgründen oder so, keine Ahnung. Bei R-Core existiert ja heutzutage gar nicht mehr, ne? Gehört ja, glaube ich, zu Vodafone. Oh nein, da wollte ich nicht hin. Gehört zu Vodafone, meine ich. Ne? Und ich kann nur eins sagen, dieser Wagen, den werde ich leider nie wahrscheinlich nutzen, aber ist eigentlich in GT5 mein Lieblingsauto gewesen sogar. Ich bin mit dem Wagen so gerne Online-Rennen gefahren. Wo ist denn der jetzt? Oh, da. Warum ist er da? Egal. 450 PS, 1000 Kilogramm. Schöner Wagen. Auch optisch her geil. Lackierung geil. Alles geil hier. Ja, wenn wir leider nie irgendwo fahren, leider mit dem Wagen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.